Hallo Leute, ich bin MCTB und ich will mit euch schnacken. GIZ oder neuerdings auch Beitragsservice. Alter, ich hasse euch. Ich habe ja nichts gegen die Grundidee. Gerade Formate zur unabhängigen Informationsbeschaffung, wie zum Beispiel die Tagesschau, sind wichtig. Bei den privaten geht es da ja um Quoten, weshalb oft an Komplexität gespart wird. Was mich daran stört, ist, dass man für viel Scheiße Geld zahlt. Die verschwenden einfach unser Geld. Sowas wie Schlagerstadl und Rosamunde Pilcher will doch kein Schwein sehen. Oder selbst produzierte Filme. Deutsche Filme sind ja eh schon Dreck. Aber dann deutsche Fernsehfilme. Ekelhaft. Ich verstehe, dass alle Altersgruppen und damit auch alte Menschen bedient werden müssen. Aber für die Jüngeren läuft auf den Sendern gar nichts. Trotzdem werden die komplett zur Kasse gebeten. Dazu kommt, Senderchefs bewohnen auf unsere Kosten ihre Privatschlösser. Das ist zwar normal in der Wirtschaft, aber nicht vertretbar, wenn man zur Zahlung verpflichtet ist. Noch dazu läuft auf diesen Sendern manchmal Werbung. Alter, ist das euer verfickter Ernst? Warum ist das überhaupt legal? Aber auch in der Verwaltung. Also die eigentliche GIZ wird viel Geld verschwendet. Dazu folgendes Beispiel. Ich hatte mal eine Weile Schulden bei denen. Versuchen kann man es ja. Ich habe dann eine Ratenzahlung vereinbart und habe denen mitgeteilt, dass ich einen Dauerauftrag bei der Bank einrichte. Und was machen die Idioten? Die schicken mir jeden Monat einen Brief mit einem Überweisungsschein. Leute, wie dämlich. Für ein Jahr war diese Ratenzahlung vereinbart. Das sind pro Brief 80 Cent Porto. Macht für das Jahr fast 10 Euro. Plus Papier, Drucker, Farbe, Arbeitszeit und so weiter. Sagen wir einfach, das kostet etwa so viel wie ein einzelner Monatsbeitrag. Das heißt, irgendein Beitragszahler finanziert unnötige Briefe, die nichts bringen. Ich will nicht wissen, wie viele solche Fälle es noch gibt. Bei früheren Korrespondenzen hatte ich denen mal angeboten, sie könnten mir alles auch einfach per Mail senden. Darauf sind die gar nicht erst eingegangen. Vielleicht geben deren Textbausteine das einfach nicht her? Das ist irgendwie sowieso typisch deutsch. Auch viele Behörden weigern sich, ihre Anliegen einfach per Mail zu versenden. Das ist Geldverschwendung, Papierverschwendung, Zeitverschwendung, einfach nicht effizient. Aber die Dummheit im Behördentum ist ein anderes Thema. Eine letzte Sache, die mich aufregt. Die versuchen immer, mich zu einem SEPA-Lastschriftmandat zu bewegen. Prinzipiell okay, auf den Zetteln wird aber nur jährlich, halbjährlich und alle 3 Monate angeboten. Auf mein Angebot, ich würde mich auf SEPA einlassen, wenn ich einfach monatlich zahlen könnte, wurde wieder gar nicht erst eingegangen. Mal ehrlich. Dieser Laden macht es nicht nur seinen Bürgern, sondern auch sich selbst schwer. Ich denke, das ganze System muss komplett gekippt werden. Meinetwegen soll über das Finanzamt ein kleiner Betrag, so circa 2 oder 3 Euro eingezogen werden, um Nachrichtensendungen finanzieren zu können. Für die restlichen Formate, Sender und Leistungen sollte einfach Zusatzabo verkauft werden. Vielleicht auch in verschiedenen Abstufungen, je nachdem, was man haben will. An Netflix, Disney Plus und Co. sieht man doch, dass die Menschen bereit sind, für sowas zu bezahlen. Dann müsste halt nur der Inhalt stimmen, weil die zahlenden Kunden sonst wegbrechen würden. Wenn man mal die Öffentlich-Rechtlichen mit den Streaming-Anbietern vergleicht, merkt man, dass letztere einfach ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Machbar wäre das, aber ich denke, das wird nicht passieren, denn mit den deutschen Kartoffelschafen kann man das ja machen. Tschüss Leute, danke fürs Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über Likes, Bewertungen, Kommentare, Abos und Glocken.